Musik, Poesie und ein heiß erwartetes Wiedersehen. Beim zweiten Neuhardenberger Sängertreffen zeigte sich, wie sehnsuchtsvoll Künstler und Publikum aufeinander gewartet haben. Als Kurator dieses besonderen Festivals im Grünen führte wieder der Sänger und Liedermacher Klaus Hoffmann durchs Programm. Naja, es ist einfach die Wonne. Ja. Du sitzt hier und darfst Lieder singen. Ich habe mich ja in der Corona-Zeit am Lied festgehalten, dass ich wie in der Jugend nichts weiter hatte als die Welt, die kleiner wurde. Wie in Quarantäne habe ich vor mich hingebabbelt und habe mit mir selbst gesprochen. Jetzt gehen wir raus und reden wieder mit der Welt. Nach dem Erfolg von 2019 und der pandemiebedingten Absage im Jahr 2020 konnten sich endlich wieder 6 Musiker unterschiedlichster Couleur die Bühne auf der Kastanienwiese im Schlosspark teilen. Den Anfang machte die langjährige Wegbegleiterin von Klaus Hoffmann, die französische Akkordeonistin Lydie Auvray. Ich freue mich sehr, es geht mir gut, wir haben auch tolles Wetter und es soll ja sehr voll werden und gleichzeitig bin ich auch aufgeregt, weil das ist jetzt in diesem Jahr, glaube ich, erst mein 3. Auftritt. Von der Aufregung war dann allerdings wenig zu spüren, als sie im ausverkauften Konzertzelt einige Kostproben ihres mannigfaltigen Repertoires wie Musette-Musik, Chanson und Weltmusik gab. Alors qu'en fillette, j'ai appris le solfège, l'accordéon. Ton rêve sur moi, tu l'as transmis, tu l'as. Bei diesem Fest der Liedermacherzunft trafen verschiedenste Generationen aufeinander. Cynthia Nikschas, einst Straßenmusikerin, fand mit ihrer sprudelnden Stimme und ihrem kritischen Blick aufs Zeitgeschehen sofort einen Draht zum Publikum. Ich glaub, versuchen das Bad umzudrehen, ja. Glaub, bügeln und die Risse kleben, oder einfach übermalen, was gerade geschehen ist, über Fehler halt eine Schicht drüberlegen, und wenn's nicht klappt, versuchen, das Bad umzudrehen, ja. Dankeschön! Der erst 23-jährige Felix Kramer begeisterte hingegen mit feinen Alltagsbeobachtungen, die er zu jazzigen Kompositionen mal einsang und mal sprach. Besonderes für dich. Du hast sie so sehr wollen, du hättest fast alles gemacht für sie. Und dabei war es die ganze Zeit so schwierig für dich. Und es ist trotzdem nichts geworden. Der weht wie früher. Und die Sonne scheint. Und manchmal ist es besser, nichts zu spüren. Auch ihm imponierte die Vielfältigkeit des Sängertreffens. Ja, das finde ich schon schön, wenn an einem Abend oder Tag unterschiedliche Leute miteinander spielen oder nacheinander spielen, weil dann ist es irgendwie abwechslungsreicher. Wenn jetzt alle das Gleiche machen würden, wäre es ja wahnsinnig schnell Fahrt, sage ich jetzt mal. Also gefällt mir besser so eigentlich. Heiß erwartet wurden Stefan Stoppock und der Bassist Reggie Worthy. Jeder Witz, jede Pointe von Stoppocks süffisant ironischen Texten zündete beim Publikum, das sich nur zu gern zum Mitsingen animieren ließ. Die Gitarren nochmal nachstimmen und dann wird es gleich losgehen. Wir müssen immer vorsichtig sein, noch wir haben ja alle lange nicht gespielt. Gibt es auch bei euch Leute, die das erste Mal nach dem Lockdown überhaupt wieder zum Konzert? Ah, gibt's schon einige, ne? Da muss man auch vorsichtig, man darf euch nicht überfordern. Man muss langsam starten. Und ganz egal, wohin das führt, wer schon tot lebt, spart sich die Beerdigung. Wie schnell ist nichts passiert? Glück gehabt. Doch du siehst vor deinen Füßen lauter dicke, fette Steine, aber vielleicht ist es ja egal. Und du brauchst gar keine Zahl zwischen 1
Eins und einer Million. Ich muss sagen, gerade die letzte Gruppe, Stoppi, wunderschön. Und auch Klaus Hoffmann mit seinen Liedern. Es sind Lieder, die ich persönlich auch mit meinem Chor schon mal gesungen habe, von Klaus Hoffmann. Und ja, erstmal das Wetter super, die Leute anregend hier. Ja, ich kann nur sagen, schön. Klaus Hoffmann, der 2021 seinen 70. Geburtstag feierte, schenkte den Zuschauern immer wieder Einblicke in sein bewegtes Leben, das ihn zu vielen der vorgetragenen Texte und Kompositionen inspiriert hat. Abends suchen, immer suchen, Jugendheim und spärlicher Applaus. Dann kam der Montag, alle freuten sich auf Samstag schon am Donnerstag. Dann kam der Freitag, oh, hieß es Zahltag. Doch weh, die Wahl hat, wird nicht gleich ein anderer sein. Berliner Sonntag. Den Abend schloss die Grande Dame des Chansons ab. Leute, freut euch auf Erika Plur. Danke, mein lieber Klaus. Dein Weg und schau drauf, dass du die richtige. Die Österreicherin Erika Pluha beehrte schon zum zweiten Mal das Neuhardenberger Sängertreffen und trug mit ihrer tiefen, rauchigen Stimme Klassiker vor, wie eine Interpretation des John Lennon Utopie-Songs Imagine. But I'm not the only one. I hope someday you all will join. And this world will be as one. Zum Ausklang betraten noch einmal alle Sängerinnen und Sänger gemeinsam die Bühne und entließen wie schon 2019 mit Bella Ciao ein seliges Publikum in die Nacht. Bring mich dann zur letzten Ruhe. Wenn ich sterbe, oh Genossen, bring mich dann zur letzten Ruhe. In den Schatten der kleinen Blume. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Einer zarten, ganz kleinen Blume in die Berge von Sandfall. Macht's gut, la musica, e la strada, es muss sein. Adios, muchachos, kommt gut nach Haus. Un, deux, trois, quatre.